Komisch. Wenn wir jetzt nur ein bisschen über Europa geredet hätten, hätten wir nicht so geredet, wie wir geredet haben. Denn es gibt ja Länder in Europa, wo in den letzten Jahren die Arbeitslosigkeit dramatisch gestiegen ist, auf 25%. Ich lebe in Frankreich, da ist die Arbeitslosigkeit auch gestiegen, auf 12%. Aber die Welt ist für die Deutschen doch sehr klein, ne? Und wir hätten ja vielleicht mal darüber reden müssen, ob der deutsche Rückgang der Arbeitslosigkeit etwas mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit in Europa zu tun hat. Frau Biesiger hat es ja erwähnt. Vielleicht haben wir Arbeitslosigkeit exportiert. Vielleicht waren wir nicht nur die besten Exporteure dieser Welt, sondern die besten Exporteure von Arbeitslosigkeit. Könnte man ja auch mal diskutieren, werde ich auch gleich tun. Und dann gibt es ja noch ein Ereignis auf dieser Welt, was wir einfach mal zur Kenntnis nehmen sollten. Ich habe das jetzt leider nicht da, weil ich dachte, ich mache keine PowerPoint. Ich habe heute 6 Stunden schon Vorlesung gehalten, also ich war schon etwas müde über PowerPoint und wollte keine PowerPoint mehr sehen. Aber es gibt eine wunderbare Entwicklung in der westlichen Welt. Wenn man die gesamte westliche Welt nimmt über die letzten 30, 40 Jahre, seit den 70er Jahren, dann kann man sehen, dass die ganze Zeit die Lohnquote in der westlichen Welt die ganze Zeit gesunken ist. Und die hat jetzt zuletzt den niedrigsten Stand erreicht seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da müsste doch, wenn das, was so die herrschende Lehre glaubt und was Herr Müller so angedeutet hat, so fein angedeutet hat mit seinem Harzbalken da in der Grafik, haben Sie gesehen sicher, irgendwo war da der Harzbalken, wo es dann besser wurde. Nachdem wurde es dann besser, nach dem Harzbalken. Aber wir haben in der ganzen Welt, haben wir die niedrigste Lohnquote aller Zeiten sozusagen. Und was passiert in 2008, 2009? Nun, die Arbeitslosigkeit ist auf das höchste Niveau seit dem Zweiten Weltkrieg geschossen. Wieso eigentlich? Wieso eigentlich? Wieso reden wir denn darüber nicht? Das kann doch gar nicht sein. Denn wir wissen doch, der Arbeitsmarkt ist ein Markt. Wie kann an einem Markt der Angebotsüberschuss, also das mehr an Angebot zunehmen, wenn gleichzeitig die Löhne extrem niedrig sind? Wenn der Preis niedrig ist, wenn der Kartoffelpreis niedrig ist, werden noch mehr Kartoffeln nachgefragt, oder? Wie kann es sein, dass dann plötzlich das Angebot an Kartoffeln, das da auf dem Markt ist, nicht mehr nachgefragt wird, obwohl der Preis so niedrig ist? Da ist doch etwas fundamental schiefgelaufen, über das wir reden müssten, wenn wir über Arbeitslosigkeit reden und über die Frage, wie wir diese Arbeitslosigkeit beseitigen sollten. Wenn man zurückschaut auf die 70er Jahre, und das war ja der Beginn der neoliberalen Revolution sozusagen, da war es ja tatsächlich so, da konnte man auch sagen, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen zu einem Zeitpunkt, wo die Löhne jedenfalls gestiegen sind, wo die Lohnquote sehr stark gestiegen ist, auf der ganzen Welt auch. Aber jetzt ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, wo wir die niedrigsten Löhne aller Zeiten haben, wo wir die größte Ungleichheit aller Zeiten haben sozusagen auch. Steigt die Arbeitslosigkeit und ist ja auch die Arbeitslosigkeit der Leute gestiegen, die da unten in den Dezilen sich herumtreiben. Und wie kann das sein? Das kann doch gar nicht sein. Was ist das denn für eine komische Arbeitslosigkeit, die nichts mit Löhnen zu tun hat? Ja, wir alle wissen das, was das für eine komische Arbeitslosigkeit ist. Das war finanzmarktbedingte Arbeitslosigkeit, blasenplatzend bedingte Arbeitslosigkeit, die überhaupt nichts mit Löhnen zu tun hatte. Und die Forscher dieser Welt gehen hin und tun so, als sei das Arbeitsmarktmodell, muss ich ja nicht in Frage stellen, oder? Doch, man muss es fundamental in Frage stellen. Man muss es ganz fundamental in Frage stellen, weil etwas passiert ist, was niemals hätte passieren dürfen. Dass nämlich die Arbeitslosigkeit einfach so steigt, ohne dass irgendetwas bei den Löhnen vorher passiert ist. Ja, im Gegenteil, die Löhne so niedrig waren noch wie noch nie vorher. Da müssten alle Arbeitsmarktforscher dieser Welt müssten auf den Barrikaden sein und müssten sagen, hier, was ist jetzt los? Das ist das genau das Gegenteil von dem, was meine Theorie vorhersagt. Aber sie tun es nicht, sie gucken lieber weg, sie schauen da lieber weg. Und Kickboxen wollen sie natürlich auch nicht, ne? Meine geistiges Kickboxen. Übrigens, Herr Müller, muss ich Ihnen sagen, immer wenn ich einen Sinn treffe, wissen Sie, was das Erste ist, was er zu mir sagt? Er gibt mir die Hand und sagt, Herr Flassbeck, Sie wissen ja, ich bin Keynesianer. Herr Sinn. Also mit dem zu boxen hat schon nicht viel Sinn.
Weil der will gar nicht boxen, der gibt immer schon gleich auf. Deswegen muss ich mit Ihnen jetzt ein bisschen boxen, Herr Müller, leider. Denn mit Ihrem Harzbalken, das geht mir nicht aus dem Sinn. Mit dem Sinn. Mit dem Sinn kann man schon viel Unsinn machen, ne? Ja, also der Harzbalken geht mir nicht aus dem Sinn. Was war, ist da eigentlich passiert? Nun, Deutschland hat in der Tat ein großes Experiment in Sachen Lohnzurückhaltung gemacht. Deutschland hat ein großes Experiment in Sachen Lohnzurückhaltung gemacht, kann man überhaupt nicht bestreiten. Plötzlich sind in Deutschland die Reallöhne nicht mehr gestiegen wie die Produktivität, was sie Jahrzehnte vorher immer getan haben. Das kann man ganz genau zeigen, gibt es einen Bruch in der Kurve und es gibt ja auch politische Entwicklungen, die das erklären. Es gibt politische Entwicklungen, die das erklären. Das ist nicht nur Hartz, sondern es gab ein Bündnis für Arbeit schon im Jahr 1999, unmittelbar nachdem der komische Finanzminister da weg war. Wie hieß er noch? Haben wir jetzt vergessen, egal. Ah ja, okay, danke. Der war es. Und sein Staatssekretär entlassen war. Unmittelbar nach gab es ein Bündnis für Arbeit. Da gab es ein Bündnis für Arbeit. In diesem Bündnis für Arbeit hat man beschlossen, von nun an, man hat das beschlossen. Die Gewerkschaften waren übrigens dabei, ne? Die Gewerkschaftsführer waren dabei. Es war ein Bündnis für Arbeit, Gewerkschaften, Arbeitgeber und Regierung. Hat man beschlossen, von nun an nicht mehr die Reallöhne zu erhöhen, wie man das in der Vergangenheit getan hat, sondern explizit gesagt, wir wollen die Produktivität für die Beschäftigung reservieren, hieß diese Formel. Wir wollen die Produktivität für die Beschäftigung reservieren. Das heißt, wir wollen nicht mehr sie in Löhnen auszahlen, was übrigens die Rationalisierungsfolgen immer ganz wunderbar bekämpft. Wenn man Rationalisierung hat und man hat höhere Produktivität, aber man zahlt diese höhere Produktivität in Form von Löhnen aus, wird ja mehr nachgefragt. Das gab es bei Ricardo noch nicht so ganz damals. Ja, es gab keine Automatik. Es war immer noch, wir haben ja in einer malthusianischen Welt damals gelebt, wo die Löhne eben nicht erhöht wurden. Aber inzwischen sollten wir das ja gelernt haben, dass man Löhne erhöhen muss, damit man die Rationalisierungsfolgen bekämpfen kann. Aber genau das hat Deutschland sich entschieden, nicht mehr zu tun Anfang der 2000er Jahre. Und was war die Folge? Und dann kam Hartz natürlich in Agenda und was weiß ich noch alles. Jede Art von Druck wurde ausgeübt, damit die Löhne nicht mehr steigen. Und sie sind in der Tat nicht mehr gestiegen. Die Reallöhne in Deutschland sind seit 15 Jahren praktisch nicht mehr gestiegen. Aber vor allem seitdem sind sie nicht mehr gestiegen. Die Produktivität ist aber durchaus weiter gestiegen. So, jetzt kommt doch die spannende Frage, ja, was war das denn jetzt mit dem neoklassischen Experiment? Das war wirklich ein neoklassisches Experiment. Ist es denn gut ausgegangen? Und die Antwort ist, jawohl, natürlich, uns geht's doch gut, oder? Deutschland geht's doch gut, weiß doch jeder. Klar. Deutschland geht's gut. Aber über welche Wirkungskette haben wir denn unsere Gutgehen erreicht? Die Frage muss man stellen. Was war denn der Kanal, durch den diese niedrigen Löhne sich in hohe Beschäftigung oder sinkende Arbeitslosigkeit ausgewirkt haben? Was war denn der Kanal? Nun, der Kanal war der sogenannte Exportkanal. Man hat es in erster Linie, haben wir es gemacht, über steigende Exporte. Denn der deutsche Binnenmarkt ist genauso tot, wie er vor 15 Jahren war. Der deutsche Binnenmarkt ist so tot wie die deutschen Reallöhne, nämlich der stagniert seit 15 Jahren. Aber was passiert ist, die Exporte sind explodiert. Die Exporte sind explodiert und das heißt nichts anderes, dass Deutschland die einmalige Möglichkeit in einer Währungsunion, ach ja, wir waren zufällig in einer Währungsunion, ah, das hatten wir ganz vergessen. Es war zufällig auch noch Währungsunion in Europa. Und das war ja besonders gut dafür. Denn wenn ich meine Löhne nicht erhöhe und ich habe Währungsunion, können die anderen sich ja gar nicht mehr wehren, ne? Ja, früher haben die sich gewehrt, indem sie ihre Währung abgewertet haben. Wenn die Italiener Probleme hatten mit den Deutschen, haben sie ihre Lira um 20% abgewertet und dann war es wieder gut. Ach, und jetzt war Währungsunion, so ein Zufall. Und was ist passiert in dieser Währungsunion? Nun, Deutschland hat seine Marktanteile wahnsinnig ausgeweitet, hat die anderen vom Markt verdrängt und es hat Arbeitslosigkeit exportiert und sonst nichts. Es hat Arbeitslosigkeit exportiert. Wenn ich einen super Überschuss im Außenhandel aufbaue und die anderen vom Markt verdränge, dann exportiere ich Arbeitslosigkeit. Und das wird heute als Erfolgsmodell verkauft. Nur dieser kommt leider wieder zurück zu uns. Das ist das Dumme. In der Welt sieht man sich, man sagt ja immer, man sieht sich zweimal in dieser Welt. Es kommt jetzt gerade wieder zurück.
Denn das ging ja nur, und die armen Studenten, die es heute schon von mir dreimal gehört haben, müssen jetzt wieder hören, leider. Das ging ja nur, weil wir gleichzeitig den anderen Ländern Geld gegeben haben, mit dem sie unsere Güter gekauft haben. Hm? Wir haben ihnen ja Kredite gegeben, mit denen sie unsere Güter gekauft haben. Das kommt zum Ausdruck in diesem Leistungsbilanzüberschuss, den Deutschland hat. Deutschland hat exportiert nicht nur für 180 Milliarden mehr Güter jedes Jahr ins Ausland, als es selbst einführt, sondern es exportiert auch 180 Milliarden Kapital, Euros pro Jahr. Denn ohne diese 180 Milliarden, die wir da exportieren, können die unsere Güter ja gar nicht kaufen. Und jetzt sind die dummerweise pleite. Ach, so ein Ärger aber auch. Den haben wir unsere ganzen Ersparnisse anvertraut. Jedes Jahr vertrauen wir diesen Ländern unsere ganzen Ersparnisse an. 180 Milliarden sind genau die deutschen Ersparnisse. Die vertrauen wir diesen Ländern an, in der Hoffnung, dass sie später mal unsere Rente davon bezahlen vielleicht. Ne? Wir kriegen doch eingeredet. Herr Schröder hat das ja auch immer gesagt. Der große Ökonom Schröder hat nicht nur gesagt, wir haben die Globalisierung, gegen die wir jetzt was machen müssen. Er hat auch gesagt, die Rente droht die Demografie, deswegen müssen wir vorsorgen, Riester-Rente und so weiter. Damit die jungen Leute später eine Rente bekommen. Nur leider haben wir das Kapital alles im Ausland angelegt. Aber wir haben nicht nur es im Ausland angelegt, wir haben auch gleichzeitig noch Krieg der Nationen gegen das Ausland gemacht. Und wir haben sie besiegt, hurra! Wir haben sie besiegt. Und jetzt können sie leider unser Geld nicht mehr zurückzahlen. Das ist leider schade. Ne? Die sind gerade pleite, sie können es nicht zurückzahlen. Und deswegen war der Sieg im Kampf der Nationen vielleicht doch kein Sieg, sondern am Ende der Untergang. Vielen Dank.